Egal ob Bar oder mit Karte. So, freier Tag. Wir haben heute Off-Day. Wir spielen morgen im Karlsruher Bahnhof in Heidelberg. Aber heute ist frei und jetzt stehen wir hier in Mannheim. Und warum wir so blaue Anzüge anhaben, hat einen ganz besonderen Grund. Wir haben uns überlegt, wir haben ja ein bisschen Geld verdient mit der Musik. Viele sagen, was macht man damit? Immobilien und Wohnungen kaufen. Aktien, Start-up, Unternehmen, investiere hier oder da. Aber ich habe irgendwie eine andere Idee gehabt. Ich finde das irgendwie viel besser und für die Zukunft viel, viel entscheidender, etwas zu machen. Und zwar Umzüge. Materia-Umzüge. Und das ist jetzt unser Ding. Ich glaube, für die Zukunft, wir sehen schon die cleverste Idee. Was braucht man? Also man braucht zum Umzug einen Sprinter. Den haben wir hier. Genau. Und was braucht man noch? Ein paar helfende Hände, oder? Also. Haben wir welche? Kommt raus, Jungs! Kommt. Jawohl. So, Männer. Der Hund übernimmt ein bisschen den Umzug. Also, wir sind in Mannheim. Luisa zieht um 120 Quadratmeter Wohnung in den dritten Stock. Leute, seid ihr alle bereit? Ja. Jawohl! Oh, einfach mal anfangen, dann geht das schon. Jungs, Spezialauftrag. Schränke müssen zerlegt werden, die werden wir so nicht hier. Hier sieht doch aus wie ein Schrank, wir können das ja schon mal machen. Ja, früher haben wir in der Disco immer Leute vermöbelt und heute schleppen wir Möbel für Leute. So ändert sich das. Hier, fang. Next. Gehen Sie gut mit euren Sachen um? Ich hoffe, Sie lesen. Auf manchen Kisten steht zerbrechlich. Sag mal. Scheiße, Alter, können wir traurig tauschen fahren? Schnell! Wir wollen den Rekord. Rekord umzugehen. Wir wollen ihn einfach. Haben wir noch was zum Unterlegen hier? Was ja. Und da würde ich sagen, da müssen die Kollegen noch mal rein, weil das kann ich jetzt auch nicht sagen. Da müssen wir erstmal schauen, ob wir das richtige Fahrzeug haben. Okay. Habt ihr auch Werkzeug? Wir haben Werkzeug dafür. Aus versicherungstechnischen Gründen muss ich erstmal überprüfen, ob wir das hier anwenden. Okay. So, ordentlich Holz vor der Hütte. Eine Wasch, zwei Maschinen. Langsam, langsam, in Ruhe. Nee, das geht nicht. Ja, in der Mitte einmal falten. Kann ja gar nicht gehen. Frage, ob du das so rum besser faltest. Muss man halt mal davor überlegen, bevor man hier einfach. Ein bisschen weiter runter. Ist noch nicht drin. Doch. Hab ich ja gesagt, dass das passt. Materia-Umzüge. Davor stehen wir mit unserem Wagen. Richtig. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck, Verwendungszweck, du. Bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck, du. Hau alles raus, endlich komm ich mal dazu. Scheck. Was soll ich denn überhaupt machen? Da rein oder was? Gib mir auch mal einer von euch! Es hat gerade noch gefehlt. Regen in Mannheim! Neckarstadt! Regen! Schlecht! Im Leben hab's sonst einfach nichts zu tun. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Nicht dagegen wehren, nein, das Geld muss weg. Doch es lohnt sich nicht ohne dich. Komm, leg dich ohne mich ins Bett. Ich kletter da jetzt hoch, hoffentlich bleibt alles dran. Wenn's tatsächlich klappt, gibt es jetzt den Sprung vom Schrank. Yeah, den Sprung vom Schrank. Wow. So, das war's von unserem unfassbaren Umzugstag. Wir haben eine Familie glücklich gemacht. Ein junges Pärchen wohnt jetzt hier und jetzt geht's ab Heidelberg,
Karlsruher Bahnhof, ausverkauftes Haus. Vielen, vielen Dank, Männer. Prost. Und jetzt? Hey. So, alle wieder hinten rein und ab nach Heidelberg, oder? Gaststätte Zorn. Gib Leber. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck, Verwendungszweck, du bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck, du hau alles raus, endlich komm ich mal dazu. Check. Nichts zu tun, das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg.